Der Porsche Carrera GT Zagato ist seltener als jede Sammlerbriefmarke. Erstmals kommt nun ein Exemplar auf den Markt. Der Preis dürfte gigantisch sein. Die Geschichte der Karossiers ist ruhmreich und lang. Einst, als das Automobil noch eine neue Erfindung war, wurde jedes Exemplar nach den Wünschen des Kunden gebaut. Über viele Jahrzehnte hielten sich vor allem in Europa namhafte Garagen, die jeden Wunsch erfüllten. Eine davon ist Zagato, die auch noch über 100 Jahre noch in Familienbesitz ist. Ebenfalls lange Tradition hat die Kombination von Porsche und Motorsport. Um den Le Mans-Erfolg des 911 GT1 zu wiederholen, planten die Stuttgarter einen neuen Rennwagen. Doch lange Entwicklungszeiten und viele Reglementänderungen ließen das Projekt versanden. Nur der 5, 7, Liter, V10 blieb übrig und sollte fortan Verwendung finden. Im Jahr 2004 enthüllte Porsche deshalb den Carrera GT. Ein Karben-Supersportler, der im Heckstolz den Le Mans-Motor trägt. Mit 612 PS, Heckantrieb und manueller Schaltung sprang er in 3,9 Sekunden auf 100 km pro Stunde und wurde bis zu 330 km pro Stunde schnell. Trotz exorbitanter Preise entwickelte sich der CGT schnell zum Kult unter den Sammlern. Doch mit über 1000 Exemplaren ist der Porsche kein echter Exot, was einen Schweizer Sammler störte. Im Jahr 2013 brachte er seinen Carrera GT zu den Mailänder Karosseriebauern von Zagato. Er hatte den Wunsch nach einem Gran Turismo-Stil und beauftragte Zagato mit der Neugestaltung des Fahrzeugs. Das Ergebnis war eine subtile Veränderung der Karosserie, die in einer Kleinserie aus fünf Fahrzeugen plus Prototyp entstanden.